Da sind wir wieder hier bei Illo und Mops und ja, wir müssen jetzt richtig was sehen auf der Fahrt und hatte hier gerade so eine kleine Unterhaltung und ja, wir brauchen, was brauchen wir, Mike? Ja, also ich werde euch jetzt diese Osram Nightbreaker einbauen. Das klingt gut. Das ist H7 LED, sind mit Zulassung und das Schöne ist, wir können gleich mal einmal Licht anmachen, dann seht ihr eigentlich schon, also im Scheinwerfer ist gelbes Licht, ja, und wenn wir die eingebaut haben, ist wirklich weiß, also 200% mehr Licht. Und im Dunkeln macht das schon einiges aus. Ja, ich weiß gar nicht, wann kam das früher irgendwie sowas? Alle Autos hatten so diese hellen oder diese gelblichen Lichter und so, wir haben alle nachgetunte, genau, nachgetunte Xenon-Brenner reingemacht. Alles völlig illegal und ja, Hauptsache man sieht was und gesehen hat man auch nichts, weil wir in alle Richtungen geguckt haben, so wie so ein Chamäleon. Oder selbst mein Arbeitskollege, der hat bei sich bei der Kennzeichenbeleuchtung, hatte das geändert, halt von diesen gelblichen, sag ich mal, auf diesen hellen Weiß und eine ist immer kaputt. Eine ist immer kaputt oder die flackern oder ist halt komplett illegal. Das ist legal, das bauen wir jetzt ein, zeigen wir euch kurz. Oh, ich freue mich. Und ja, dann schauen wir mal. Zeigen euch jetzt mal das Licht quasi. Du gehst mal zum Scheinwerfer. Genau. Schau es mal einmal. Ja, ob man es jetzt so richtig sieht. Ja, man sieht also hier quasi, wenn du von hier rein leuchtest, siehst du halt, dass es gelb leuchtet. Ja, ja. Gleich machen wir einmal den Vergleich links, rechts. Also wir bauen jetzt erst eine ein. Und dann sieht man das eigentlich schon. Ja. Ja, jetzt ist die Lampe wirklich heiß, aber so heiß ist sie ja nicht. Ja, ne? Und du hast ja große Hornhaut, sag ich mal, auf den Finger. Ne? Do-it-yourself-Videos auch kursieren mit Scheinwerfer ausbauen. Das Problem ist, Scheinwerfer ausbauen schön und gut. Man kann auch immer wieder auf die Position gehen, sag ich mal, wo man ihn ausbaut. Sind hier zwei Schrauben, zack, Scheinwerfer nach hinten schieben, Scheinwerfer rausnehmen. So, dann baust du ihn ein, aber ich lasse es meistens, weil die Spaltmaße sind eigentlich so toll, wie sie sind. Da möchte ich auch eigentlich nichts dran ändern. Ach, da bauen wir jetzt gar nicht aus. Wir bauen jetzt gar nicht aus. Ach, warte. Da so, dann komme ich mal hier vorne rum. Ich bin da so der Fummelkönig. Was hört man jetzt hier für ein Piepen noch? Das ist irgendein elektronisches Bauteil. Weil der Schlüssel noch steckt quasi? Nö, das kann sein, dass irgendwas von einer Einspritzpumpe oder irgendwelche Druckspeicher oder so da gerade Geräusche machen. Aber ich brauche jetzt keine Sorge haben, dass du ein Gewicht kriegst oder sowas. Ne? Wir brauchen dich ja hier noch. Ne? Wir brauchen dich noch, meinst du? Ja doch. Zum Arbeiten ein bisschen heiß. Alter. Ich komme jetzt hier so. Fingerspitzengefühl hier gefragt. Ja, ist die rechte Seite ist immer ein bisschen fummeliger. Ah, der Mike, der hat ganz, ganz dünne Hände. Was hab ich? Augenzwinker, Zwinker. Das Problem ist, die haben den Wasserkasten geändert. Aha. Der ist normalerweise bei den bis Baujahr 20 ist der weiter rechts. Da ist es hier noch enger. So, seht ihr, jetzt haben wir die Lampe schon raus quasi. Dann haben wir hier die Nightbreaker. Die schließen wir jetzt ganz einfach an. Gehen wir hier wieder rein. Stecker drauf. Genau. Steckkontakt ist auch egal wie rum. So. Und dann füllen wir die hier quasi rein. Hier hinten seht ihr das ja, Leute. So, und dann ist die schon drin. Warte, hier. Ja. Und da sieht man die jetzt, ne? Natürlich sieht man jetzt hier noch keinen Unterschied, aber das machen wir ja gleich. Aber wir machen gleich einmal an. Also eine Seite fertig. Und jetzt einmal. Also wir haben jetzt einen helllichten Tag, ja, aber du schaust hier rein. Hier ist gelbes Licht. Ja, man sieht es hier auch schon. Und hier ist brutal weiß, ne? Schick. Ja. Ich weiß nicht, ob die Kamera so wiedergeben kann. Ja, aber es ist, aber es bringt einfach auch von der Ausleuchtung wenn her. Wenn du hier ne? schon stehst, ja, und siehst da eigentlich schon, was los ist. Ja. Da ist ein Kerzenlicht drin, hier so ein Teelicht oder so. Das ist wirklich so. Ja, ja. Also einmal Licht, einmal Teelicht.
Genau. Hier, für die Romantiker. Ja. Ja, wir können es natürlich jetzt hier nicht zeigen, sag ich mal, dass wir jetzt so von Abend irgendwie Aufnahmen haben, wo wir mal irgendwo ins Feld reinleuchten, so gesehen. Aber es gibt überall diese Bilder, sag ich mal, wo man sich mal vorher Bild angucken kann und nachher Bild einfach angucken kann. Wir brauchen das jetzt euch nicht zeigen, das habt ihr woanders schon gesehen. Aber wir wollten das unbedingt auch haben. Dann haben wir hier noch so einen kleinen hübschen Aufkleber. Das ist quasi die Zulassung der Lampen, die allgemeine Betriebserlaubnis. Oder allgemeine Bauartgenehmigung, ABG nennt die sich. Und man macht da einfach hier den Aufkleber rein. Wenn ihr mal angehalten werdet, hier Licht gefuscht oder so. Bitte schön, guckt bitte da schön. Drauf. Einmal schauen, fertig. Ja, Elo, ich habe es gar nicht mitgekriegt. Ich war da am Quatschen gewesen und jetzt habe ich irgendwie mitgekriegt, hier wurden Lämpchen ausgetauscht. Ich finde es aber sehr schick. Ich segne das jetzt auch einfach mal so ab. Ich habe einfach gekauft. Ja. Ihr habt ja auch ein Kind an Bord und wie gesagt, man kann nie genug Licht haben. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und das war jetzt halt ganz spontan und ich glaube, das kann jeder hier spontan auch bei euch einfach mitmachen, wenn ihr hier seid. Weil die meisten haben es halt noch nicht drin. Viele haben davon schon gehört und wir haben die eigentlich immer da. Und wenn wir gerade sowieso einmal die Haube aufhaben oder was, wie gesagt, du hast jetzt gesehen, man muss nicht unbedingt den Scheinwerfer ausbauen. Ich bin sehr gelenkig. Nein, das ist ja wirklich. Und das funktioniert eigentlich. Ja, ich würde einfach sagen, schaltet beim nächsten Mal wieder ein hier bei Elo und Mops. Wir verlinken hier den Mike auch mal. Der hat auch einen YouTube-Kanal, ist auch bei Instagram zu finden. Genau. Und ja, bis zum nächsten Mal. Vergiss nicht den Daumen hoch, Abo, Glocke und auch Instagram. Genau, alles gerne klar. Gerne mal kommentieren. Wenn Fragen sind, einfach mal in die Kommentare schreiben. Genau. Und ich lese die ja auch. Und wenn da irgendwelche spezifischen Fragen sind, antworte ich dann auch gerne. Ist kein Problem. Genau, alles klar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.